Auf geht's, meine Lieben. Heute sind wir wieder mal auf Russenseite unterwegs. Schlacht um Berlin. Mal schauen, was hier wieder so abgeht. Meiner kleinen Hobbytruppe. Muss mal wieder T-34 fahren. Ach, nee. Hier bräuchten wir eigentlich auch noch einen Pionier. Den können wir uns gerade nicht leisten. Oh. Truppverbesserung. Da hätten wir sogar einen Pionier jetzt frei gehabt. Ministergärtnerangriff. Na gut. Drei Punkte, der Gegner hat schon die Hälfte. Ach nee, doppelte Verteidigung. Zwei Punkte. Auf geht's, Leute. Erstmal die Hobbytruppe vorschicken, um die Gewehren. Corona, gute Wahl. Du bist jetzt besser ins Gebäude. Unsere Kräfte sind in Position. Schön daneben, zack. Dir mal irgendeine Tür decken, sonst erschießt er uns nämlich ja alle. Ich kann da durch nicht schießen, ich sehe da keinen. Schön daneben. Muss ich auch erschießen. Kuckuck, mach mal Kuckuck, komm, mach mal Kuckuck. Muss ich jetzt ehrlich um die. Ein Glück sind das nur Bots. Das sind die Leute, ich krieg ganz so viel. Und einmal mit der MP40 alle weggeholt. Hier fangen. Wie das aussah! Scheiße! Ach komm schon. Und da sitzt der nächste mit dem MG in der Ecke. Sehr schön weggeholt. Ne, da brauchen wir keinen. Wir marschieren auf C. Jungs, folgt mir da lang. Würde mir freundlicherweise einer helfen beim Schießen. Es sind nämlich genug Leute da. Lauf. Wir überrennen die gerade, aber richtig übel. Kinderbombe. Ich habe ihn noch gesehen, mein Freund, bis du reagiert hast. Bist ja nur hier. Wo ist der Panzer? Hat so geguckt, ich musste ihn erschießen. Ja. Ja, übers freie Feld, yippie, gar kein Problem, da sind wir doch da. Alter Scheiße, was steht denn da rum? Offenes Feld, yippie. Und natürlich, der im Busch hat mich gesehen. Es ist immer, weißt du, der andere liegt an, da wo ich denke, jo, das war's. Ja, dann bist du von der anderen Seite erschossen. Von der anderen Seite erschossen. Ich werde einen Zentralposten errichten, genau hier. Das wird der Pioniertruppe erledigen.
Wenn er es jetzt überlebt. Scharfschützen. Irgendwie habe ich das Gefühl. Die anderen spielen auch noch, auch schon aufgefallen. Und zack, natürlich im allerletzten Moment. Und eigentlich habe ich jetzt Bock, alle meine Leute einfach umzubringen, damit ich wieder einen neuen bekomme. Ja, könnte erschießen, ist mir egal. Los, erschieß ihn. Ich habe den wichtigsten Mann erschossen. Braucht der nicht mehr mit angreifen. Du glaubst auch, du bist hier was Besonderes, ne? Gut weggeduckt. Schaffe es, der im allerletzten Moment getroffen worden. Wir arbeiten dran. Unsere Kräfte nehmen den Kontrollpunkt ein. Ja, wir arbeiten dran. Verarschen? Danke. Lass nach. Scheißegal, die zwei Sekunden bleiben wir liegen. Komm schon. Ja! Scheißegal, interessiert mich nicht, der Punkt ist eingenommen. Ich komme mir immer noch nicht dazu, meinen Posten aufzubauen. Ah, jetzt hätte ich hier wieder den Pionier gebraucht. Du brauchst wirklich in jedem Trupp mindestens zwei Pioniere. Weil wenn der eine erschossen wird, hast du noch einen? Die Deutschen verteidigen gut. Der Feind hat den Kontrollpunkt erobert. Ja, die arbeiten auch dran. Erledigt. Bin in den Verein. Unsere Kräfte sind in Position. Ja, gut gemacht. Ach, da campt einer. Den Punkt. Bleib dann hier. Wir haben bereits die Hälfte der Kontrollpunkte erobert. Gute Sache. Weiter durch. Viel Spaß damit. Nur noch einen Mann zur Verteidigung. Ich drehe mich um, keiner ist mehr da. Ja, schaffe ich nicht mehr. Hab nicht lange durchgehalten. Jetzt alle erwischen müssen wieder mal. So, nächster Versuch. Der Kontrollpunkt wurde vom Feind eingenommen. Wette, er wird wieder erschossen. Zentrale errichten. Überhaupt nicht auffällig auf dem freien Feld. Schön, Stellung halten. So. Erobert. Naja, T-34 gibt uns jetzt Deckung. Sag jetzt nicht, der ist leer. Reparieren.
drin. Von allen Seiten kommen. Ich könnte auch einen Panzer nehmen. Mach ich aber nicht. Vorgezogenen Kommandoposten. Wenn der stehen bleibt, haben wir gute Karten. Shit, nimm die Waffe in die Hand. Der Gegner hat die Position erobert. Müsst ihr kurz nachladen, ich hab nämlich nichts mehr. Könnte mal drüber einer nach D gehen? C hab ich. Ich arbeite zumindest dran. Wir haben die Hälfte der Kontrollpunkte erobert. Ja, ja. Gut gemacht, Jungs. Ich weiß, dass wir das gut machen. Unsere Gruppe hat begonnen, einen Kontrollpunkt zu erobern. Die Stellung. Also ich halte die Stellung. Flieg auf die Fresse und Ding im Punkt. Könnte jetzt einer bitte nach D gehen? Komm schon, wozu habe ich den Kommandoposten errichtet? Ich kann jetzt nicht rüber, nicht mit dem. Na toll. Aber wenigstens habe ich noch eine Wand aufgestellt. Ja Leute, jetzt braucht ihr ihn auch nicht mehr einnehmen. Weißt, es wird immer dann eingenommen, wenn der Gegner gerade am Vorrücken ist. Könnt ihr mal meinen Kommandoposten hier nutzen? Meine eigenen schönen Wände wieder kaputt machen. Sehr schön, wenn wir jetzt noch ein bisschen Unterstützung kriegen könnten, könnten alle meine Leute hier bitte in den Club. Und zack, vom Sniper abgeknallt. Na ja, klar. Die Hälfte des Trupps rennt sich mit und keiner ist drin. Ich muss mich da hinlegen, es sind tausende von Scharfschützen wieder drum und nur noch auf. Und da ist die Bombe und das war's. Ich komme nicht rein in den Punkt. Es ist einfach ein Sniper da vom Herrn. Zack, wieder Handgranaten, Handgranaten-Spam und es ist keiner da und die Chance ist wieder weg. Ja, das hat er. Mit. Ich kann hier nicht weg, solange keiner. Überleben wir nicht. Hier schießt gleich noch einer. Entweder von links oder von rechts. Und es ist kein Mensch da. Wir haben bereits die Hälfte der Kontrollpunkte. Gute Sache. Weiter. Ja, wenn ihr jetzt mal C kriegen würdet, ich liege hier gerade auf der Fresse. Kann nicht mehr lange. Der legt an und zack, Headshot. Ich schaff's nicht alleine. Ich bin solo immer, ne? Die anderen sind dann beim anderen Punkt und ich muss hier. Ich muss eine Granate fallen lassen. Drecksack. Ja, ist ja kein Problem. Es ist ja auch niemand da, der angreift. Es ist nur Hero Roland und dann kommt, ja, eine ganze Weile nichts. Ja, ich spiele alleine hier wieder gegen 10 Mann. Unsere Kräfte sind in Position. Dass jetzt wieder alle da sind.
wieder vom Sniper abgeknallt. Die haben ein schönes Spiel da drüben. Nur Sniper Farming. Schmeißen. Jetzt ist wieder keiner da, jetzt muss ich aufstehen. Wieder hinlegen, zack, Handgranate tot. Ich weiß auch gar nicht, wo die lag. Oder was auch da geschossen haben, Mann. Zack, wieder durch alles Mögliche durch. Der Panzer. Ich habe halt null Unterstützung. Und den Panzer ist eh durch. Der langsamste Panzer der Welt. Lass mich raten, dieser eine Soldat macht jetzt hier. Ich hätte jetzt hier gekämpft. Unsere Jungs erobern die Position. Ich kann hier nirgendwo langfahren. Der Feind hat den Kontrollpunkt eingenommen. Du brauchst einfach mehr Spawns. Zack, und das war's. Ja. Muss aussteigen. Ja, natürlich hat er sofort mich erschossen. Das ist immer herrlich. Ich liebe es. Die könnten mit ihrem Panzer campen und wir nicht. Ich kann nirgendwo wieder spawnen. Du würdest gerne. Ja, natürlich, es ist. Alles tot, Atombombe. Wir haben ihre Verteidigung fast durchbrochen. Das gibt's nicht. Wir haben die Punkte eingenommen. Das ist ja unglaublich. Letzter Punkt, der Garten. Na, Scharfschützen. Der Panzer wird übermannt. Ja, snipen. Jetzt sind sie am Arsch. Unterjubeln. Sehr gut, der war schon außer Gefecht. Und den haben wir noch mit hochgejagt. Und zack. Alle haben. Würdest du dich bitte hinsetzen? Er hat's nicht getan. Ich habe mich runtergeduckt, dann hat er einfach gesagt, nee, ich stehe wieder auf. Und hat sich erschießen lassen. Mit Absicht. Ich weiß auch nicht warum. Das ist mir immer ein Rätsel, wenn ich sage, hinhocken, aufstehen. Ah, jetzt ist mein Pionier wieder tot. Ja, war klar. Also Pioniere sind wirklich... Die haben weniger Life. Wenn ich jetzt hier mit dem... Kein Problem, kann ich einfach durchlaufen. Auf den schießt keiner. Also die müssen irgendwie gemarkert sein. Es lohnt sich überhaupt nicht für mich noch irgendwas zu machen jetzt. Wir müssen erst einen Pionier haben. Und es schießt auch keiner jetzt auf mich. Ich weiß auch nicht warum. Hätte ich einen Pionier gehabt, hätten wir jetzt gewonnen. Handgranate rein.
scheiß Pionier. Wenn der nicht überlebt, hast du alles verloren. Achso, das können sie noch zurückerobern? Na super. Warum haben die Deutschen immer die leichteste Verteidigung? Nachrücken, kommt schon, Leute. Muss hier gar nicht mehr ankommen. Ja, Mann. Junge, was wieder für ein Spiel. Und wer jetzt mal wieder rissen auf dem Platz? Natürlich, wer denn? Der, der am meisten laut rumschreit. Das ist ganz schön beschissen, wenn sie nämlich den Puck noch zurückerobern können. So. Ist das jetzt der Trupp? Ja, Pioniertrupp. Pionierjungen, Young Boys dazu mitholen. Können wir die auch noch verbessern? Oh ja, 90. Ja, kommt jetzt auch noch. Ja, mach ich. Kriege ich jetzt meinen Funker? Danke. Den haben wir dazu. Irgendwas können wir nochmal an MG schützen. Haben wir jetzt alles? Mehr geht nicht. Jetzt können wir die Waffen verbessern. Nee, können wir doch nicht. Aber schön wäre es gewesen. Leute, du hattest ja einen sehr, sehr kurzen Einsatz. Er war halt dabei, ne? Teilgenommen. Die Urkunde bekommen. So, wie kann ich denn jetzt hier meinen Jungs hier... Wer ist denn Kacke? Ich korrigiere, ihr seid alle Kacke. Pionier wäre nicht schlecht. Sogar mit zwei Sternchen. Warte, ich muss ihm mal alles wegnehmen, was er hat. Ja, wir sind noch sehr sparsam hier in dem Verein. Gut, du kriegst auch Mollo. So, da haben wir noch einen Pionier hier in dem Verein. Ist das schon mal schöner. Den können wir noch verbessern. Verbandskosten. Nehmen wir das? Mehr haben wir ja nicht. Ein dritter PPS 42 Schütze. Zielen. Waffenwechselgeschwindigkeit. Haltung. Das ist aber auch wieder heute. Können wir hier noch? Hier könnten wir jetzt im Prinzip noch einen MP-Schützen reinholen. Den holen wir uns auch. Wenn wir noch eine MP hätten. Haben wir denn noch eine MP? Ja, der hat wenigstens drei. Hier, sie. Der hat wenigstens drei Sternchen, der Junge. Schicken wir noch einen Gewehrschützen mit rein. Kann ja nicht schaden. Halt, haben wir da vielleicht noch ein besseres Gewehr? Nicht wirklich. Muss uns bei Gelegenheit mal eins kaufen. Ja, das war's dann heute mal wieder. Mit der Russenvorstellung. Reicht wohl. Ja, die anderen Spiele, die waren wieder so... Ja. Nach 5 Minuten vorbei, dann müssen wir nur das Beste nehmen.